Herzlich willkommen zum Infotainment-System Seat Leon 2.0 TDI in der Ausstattungsvariante FR. Das ist das neue Infotainment-System. Größer, moderner, schicker. Das ist die Standardansicht, wenn er quasi so im Außenmodus ist, also wenn man da gar nichts so Großartiges macht. Und hier kann man das Ganze jetzt aktivieren. Dann kommt diese wunderbar moderne Übersicht. Und man kann hier auch nochmal switchen. Das ist so quasi das Klassische mit so vielen Einzelpunkten. Und das hier ist dieses Moderne. Da kann man in diesen Unterpunkten noch hin und her, hier nicht. Aber hier kann man zum Beispiel dann mit Geräten verbunden werden oder Full-Link-Geräte verbinden. Hier haben wir das Navigationssystem, Standort und Zieladresse. Hier können wir suchen. Hier können wir auf die Karte gehen. Suche ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Hier gibt es so verschiedene Adressen, die man jetzt hier einsehen kann. Jetzt suchen wir noch mal etwas. Bundestag Berlin. Mal sehen, was er dazu sagt. Bundestag, Regierung und Hausverwaltung, also Verwaltung. Häuser verwalten die auch, aber nicht wesentlich. Ja, hier wird nun schon mal angezeigt, wohin die Reise geht, also wo die Zieladresse ist. Hier die Adresse nochmal aufgeführt. 3 Stunden 22, 329 Kilometer. Und wir können dann hier starten. Oder wir können es wegklicken. Oder wir können es das nochmal breiter anzeigen lassen mit Telefonnummer und Adressdaten. Man kann da sonst auch anrufen, wenn das Telefon entsprechend verknüpft ist. Hier können wir nochmal sehen, 16 Kilometer, 22 Minuten zum Ziel, was er davor hinterlegt hat. Und über diese kleinen Punkte hier unten, das ist im Prinzip das Navi, in dem wir schon sind. Das hier ist das Infotainment, also das hier ist der Radiobereich. Das wäre hier nochmal der Unterpunkt Medien, da kann man dann halt entsprechend was verbinden über Bluetooth oder ähnliches. So, dann haben wir hier Telefon, das kann man jetzt hier im Prinzip über Bluetooth verbinden. Das ist Full Link, das ist im Prinzip eine Menüeinheit, mit der man jetzt andere Mobilfunkgeräte da integrieren kann. Hier haben wir die Fahrerdaten, ist auch ganz nett aufgemacht hier so animationstechnisch, Langzeitdaten, abtanken, also 6,5, 6,1 und hier auch 6,1 und hier können wir nochmal den Fahrzeugstatus, das ist alles grün, ja, passt. Dann kann man hier noch so switchen und so weiterschieben, das ist der Raumklang, da gibt es verschiedene Programme. Diese hier, die 5 mit Customer, also Customer ist dann individuelle Einstellung. Hier kann man nochmal den Soundfokus machen. Hier haben wir die Nutzer, die man hier individuell anlegen kann und ergänzen. Dann das hat den Vorteil, dass man Nutzerprofile anlegen kann, wenn dann zum Beispiel jemand ein bestimmtes Radiosender hat oder eine Autoeinstellung und du dich dann mit dem Profil anmeldest, dann ist das quasi schon hinterlegt. Das hier ist so ein Hilfemenü, Aufbau, Bedienung, Anpassung, da kann man noch mal so ein bisschen hinterfragen und hineinschauen. Eine Spracherkennung hat er auch und hier kann man individuell belegen und noch Punkte ergänzen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, wobei das auch immer, man kann das hier über das X auch wegmachen, wo er das auch immer natürlich hier so hin und her gemacht ist. Also hier so ein Untermenü, was man schieben muss. Das war die Navigation. Hier ist kein Telefon verbunden. Das hier wäre der normale Radiosender. Den kann man hier dann auch hin und her switchen. Das war nochmal Full Link.
Mobilfunk, da gibt es nur diesen einen Punkt, aber wir können einfach hier rüberschieben. Dann kommen wir zu den nächsten drei Punkten. Hier ist die Systemmeldung und die Fahrerdaten. Und über diese kleinen Pfeile kann man dann nochmal hier so ein bisschen hin und her switchen. Hier ist es ähnlich, also Fahrerdaten und keine Meldung. Hier gibt es das Seat-Profil, die ambiente Beleuchtung, den Parkassistenten, den man hier aktivieren und einsehen kann. Start-Stop kann man jetzt hier konfigurieren. Den Lane-Assistenten kann man, also der ist an, das ist jetzt immer eingeschaltet, wenn es leuchtet und rechts ist. Der Side-Assistent, Müdigkeitserkennung, der Eco-Assistent, dann kann man hier noch, dann kann man hier noch sicherlich einiges darüber lernen, wie man das Auto effektiver fährt. Die Drive-Profile, ja, auch da können wir noch mal ein bisschen näher reingehen. Das wäre Eco, also ökonomisch, normal oder sportlich. Dann gibt es noch individuell, da kann man dann so raufgehen. Muss man manchmal ein bisschen mehr drücken. Dann haben wir noch mal diese Übersicht. Sind wir schon individuell? Und dann Konfiguration. Und dann kann man jetzt Motor, Lenkung, ACC, Klimatisierung. Das kann man jetzt hier alles nochmal so ein bisschen einstellen. Auf Eco, Komfort, Sport. Den Motor, Normal, Sport und Eco. Die Klimatisierung ist jetzt auch nochmal hinzugekommen. Auf Normal und Eco. Oder das Ganze wieder zurücksetzen. Hier können wir dann auch die ambiente Beleuchtung entsprechend anpassen. Ihr seht hier im Hintergrund hier so ein blauer Streifen. Der kann jetzt hier entsprechend angepasst werden. Jetzt nehmen wir hier zum Beispiel mal Calm. Das wäre Active. Also Rot. Wellness. Ja, ein charmantes Grün würde ich mal sagen. Und das ist so ein bisschen orangefarben. Warm nennt man das hier, aber man kann das natürlich auch über die Drive-Profile, also die Drive-Profile haben wir ja im Prinzip da oben eingestellt und danach passt sich dann auch die Farbe für die ambiente Beleuchtung entsprechend an. Man kann das auch individuell machen, da gibt es hier so einen Stift und dann kann man das entsprechend einstellen, auch die Helligkeit. Und auch nach den drei Zonen, also in der Mittelkonsole, außen, hier im Handschuhfachbereich und hier oben die Hauptlinie. Die ist quasi jetzt auf Maximum, die könnten wir aber auch senken. Und das ist hier im Prinzip die Farbgebung. Also hier ist jetzt gelb aktiviert, aber es ist blau. Achso, das liegt da dran, weil das die linke Seite ist und wir ja jetzt hier im Blau sind. Das können wir jetzt auch rot machen, dann switcht er um oder wieder zurück auf blau und dann gehen wir mal gleich in den nächsten Punkt. Innen- und Außeneinstellungen, das sind jetzt die Außeneinstellungen, Komfortlicht, Licht. Dann kann man hier noch die Spiegel einstellen, Zentralverriegelung, Reifen, Scheibenwischer und Fenster. Ich gehe mal hier so rein, Komfortöffnung für alle. Das heißt also, wenn ich mit dem Schlüssel von außen gedrückt halte, dann öffnet er entweder das Fahrerfenster oder halt entsprechend weitere, alle anderen Fenster gemeinsam. Automatisches Wischen bei Regen, Heckwischen im Rückwärtsgang und Scheibenwischer in Serviceposition. Das kann man hier alles aktivieren. Das wäre, um den zu tauschen, jetzt zum Beispiel hinten. Also, das haben wir schon. Dann haben wir hier die Zentralverriegelung und die Reifen. Die Reifen wird der Reifendruck sein. Das kann man hier dann quasi setten. Und für die Wintereinstellung das entsprechend festlegen. Die Zentralverriegelung, Easy Open, Innenraumüberwachung, Keyless Go. Das kann man hier alles nochmal so im Unterprofil entsprechend einstellen. Die Spiegel, die kann man anklappen. Synchron verstellen, absenken, wenn man Rückwärtsgang einlegt, einklappen bei Verriegelung. Das kann man auch alles deaktivieren, dann mal nur raufklicken, wieder reinklicken. Wunderbar, alles da. Dann haben wir hier das Komfortlicht.
Das ist das Verabschiedungslicht. Das heißt also, wenn ich vom Auto weggehe, dann leuchtet das 15 Sekunden nach oder 20, je nachdem, wie ich das einstelle. Dann haben wir das normale Licht. Automatische Fahrlichtsteuerung ist Mittel. Das kann man sonst auch auf Früh, Spät einstellen. Automatisches Fahrlicht bei Regen, Komfortblinken. Kann man auch an- und ausmachen. Und dann gehen wir nochmal zu Innen. Da haben wir das Infotainment-System als einzigen Punkt. Und so eine kleine Einführung. Und man kann das sonst auch zurücksetzen. Oder hier die Eco-Tipps, die kann man auch ausschalten. Fahrerdaten zurücksetzen, Streckenzähler zurücksetzen. Also das ist alles hier über Fahrzeug und Inneneinstellung dann entsprechend auffindbar. Ist so ein bisschen versteckt im Untermenü, aber durchaus aufspürbar, sage ich mal. Dann haben wir noch die Klimaeinheit. Na komm. Hier können wir direkt wischen, das heißt, wir müssen gar nicht in das Untermenü, sondern können hier direkt entsprechend anpassen. Ich klicke nochmal, dann sind es mehr Pfeile. Ups. Ja, da muss man so ein bisschen gucken, wo man wie oft klickt. Hier kann man quasi die Richtung. Ja, hier gibt es auch nochmal so E-Climate-Programme, also wohl Programme, die dann automatisch entsprechend arbeiten. Hier haben wir das Niveau 4, Klimatisierung, frische Luft, freie Sicht. Das kann man hier dann als bevorzugtes Programm wählen. Oder Hände wärmen, Füße wärmen, dann wird der Füße kühlen, frische Luft, freie Sicht. Ja, also freie Sicht ist ja wahrscheinlich immer gut. Ja, hier kann man das Niveau einstellen. So, dann haben wir das schon mal. Hier gibt es nochmal Umluft, auch ganz praktisch da oben gelöst. Einmal raufdrücken, Auto-Umluft, richtige Umluft, Auto-Umluft. Das sind die Gradzahlen, die könnte ich jetzt auch hier nochmal erhöhen auf 20 oder so. Linke Seite, rechte Seite erreicht. Das ist ja eigentlich auch mal ein ganz interessanter Punkt, dass man hier weiß, wann die Temperatur auch erreicht ist, bevor man sie denn dann nachreguliert. Auto, genau, dann haben wir den Automodus, dann bestimmt das Auto das selber. Und hier hätten wir alternativ auch nochmal die Möglichkeit, die Lenkradheizung einzustellen. Das können wir aber auch einfach drüben am Lenkrad machen. Max, ist im Prinzip einmal vorne die Scheibe frei machen. Klimaanlage ist AC, die könnte man jetzt ausmachen und das ist hier für die Heckscheibe. Hier haben wir die Sitzheizung. Können wir einfach anklicken. 1, 2, 3, 1 und dann ist es aus und auf der rechten Seite genauso. Und wenn wir dann hier wieder zur Übersicht wollen, dann wären wir quasi hier. Und hier wäre dann die Routenführung. Da können wir uns ja nochmal das Ziel aussuchen. Bundestag, dann seht ihr nämlich auch noch mal, wie denn das Ganze, oder nehmen wir hier einen anderen Ort, ist ja egal, wie das Ganze dann mal live aussieht. Und die Routenführung wird parallel dazu auch noch im Info Active Display entsprechend angezeigt. Ja, hier haben wir die Fahrerdaten, hier wissen wir, wo wir lang müssen, 80 Meter das. Hier kann man dann nochmal direkt verschiedene Ziele auswählen, die man in der Vergangenheit hatte. Hier gibt es auch die letzten Ziele oder Favoriten. Und das hier ist so eine Netzansicht für die Sachen, die man jetzt in Reichweite hat, deren Ziele man schon mal angesteuert hat. Einstellung, Zielführung, Routenoption, das ist ja immer ganz interessant. Autobahn meiden, Mautstraßen meiden, das ist jetzt hier alles nicht aktiviert. Vignettenpflichtige Straßen meiden, außer innen, das kann man hier auch noch alles mal einstellen. Das kann man auch lassen.
je nachdem, welche Route man dann fahren möchte oder mit oder ohne Maut. Verkehrszeichen, Länder, Hinweise, das kann man hier auch nochmal alles machen. Grundfunktion, Navigationsansagen, Nutzungsverhalten löschen, bevorzugte Sonderziele, Demo-Modus, Navigationsansagen, verkürzt, aktiv, die können wir ja mal einstellen, verkürzt wäre halt eine ganz klare Ansage, 80 Meter rechts, oder ausführlich wäre mit weiteren Informationen verbunden sicherlich. Bei Anruf Hinweiston, Lautstärke, bei Infotainment-Ansagen leiser stellen, das kann man hier alles hinlegen, konfigurieren. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück aus den Einstellungen und gehen hier auf die Flagge und dann sind wir hier wieder in dieser großen Ansicht. Und wenn wir das halt kleiner haben wollen, dann können wir das so machen. Wir können die Navigation jetzt so einfach auch ausschalten und dann wieder in unsere gewohnten Profile gehen. Was auch noch neu ist, neben diesem Touch und Hin- und Herwischen, dass man hier unten die entsprechenden Profile anpassen kann. Also ich kann jetzt hier drücken und dann passt er hier oben entsprechend die Gradzahl an. Hier haben wir dasselbe beim Bereich Lautstärke. Die kann man jetzt lauter und leiser stellen und das über diese doch relativ moderne und funktionale Menüführung. Gut, das klappt nun nicht ganz so gut. Moderne Menüführung. Das war's zum Infotainment-System im Seat Leon. Vielen Dank fürs Anschauen. Wollt ihr euch bedanken? Abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.